Hallo an alle, ich habe einen kleinen Haul für euch. Eigentlich sammle ich ja meine Sachen eher etwas länger an und mache dann gerne mal einen großen Haul. Aber ich bin super neugierig auf diesen Lippenstift und wenn ich ihn einmal benutzt habe, sieht er einfach nur eklig aus. Deswegen, das ist halt bei diesen Sheer Lipsticks von P2 so. Deswegen möchte ich euch den jetzt noch schnell zeigen, damit ich mal schauen kann, wie er auf meinen Lippen aussieht. Ja, ich war gestern im DM und als erstes bin ich auf die, also erstmal war ich super froh, also ich war in zwei DMs. Und im ersten DM gab es noch keine neue P2-Theke und im zweiten DM gab es die neue P2-Theke schon. Und da habe ich mich natürlich gefreut. Erstens hatte ich Interesse an diesem Liner, weil ich den schon gesehen hatte, den Professional Eyeliner Pen. Da gibt es einfach zwei neue Farben. Da gab es, glaube ich, ein Schwarz und ein Türkis oder sonst was. Oder gibt es jetzt ein Türkis? Und auf jeden Fall gibt es ein Braun. Und es gibt von Essence keinen dunkelbraunen Liner. Und ich finde auch, dass dieser Liner ja auch sehr hell aussieht von der Verpackung. Aber geswatcht ist der doch schon angenehm dunkel. Also ich würde nicht sagen, dass es ein zu helles Braun ist. Ich finde sogar eigentlich schön, dass man noch erkennt, dass es ein brauner ist und dass es nicht schon super schwarz aussieht, weil meine Japan-Tusche von Manhattan gibt langsam den Geist auf. Also wenn man sie so komplett aufträgt, ist sie noch super, aber irgendwie in der Spitze habe ich so das Problem, dass sie nicht mehr so ganz toll malt und ich brauche meistens die Spitze. Deswegen dachte ich mir, hey, du brauchst einen neuen Liner, hey, P2 hat einen neuen rausgebracht, das ist doch ein Grund, die zu testen. Ja, gekostet hat sie, glaube ich, 2,95. Die? Ja, die Tusche, nee, der Liner hat 2,95 gekostet und es ist die Farbe 50 Witch Taupe, was aber nicht unbedingt ein Taupe ist. Also, es ist halt ein dunkles Braun, da kann man eh so kalt und warm nicht mehr so gut unterscheiden. Ja, und dann stand ich noch vor den Sheer Glam Lipsticks. Und ja, da ist mir Nothing Hill ins Auge gefallen. Ein Braunton, also ist die 040. Und ich trage in letzter Zeit sehr gerne Brauntöne auf den Lippen. Ja, es klingt zwar jetzt Oma, aber irgendwie sieht es gut aus. Also gerade den Teddy Brown von Catrice, der schafft es definitiv ins nächste Favoritenvideo. Der ist aber schon leicht deckend. Und ich wollte was Schiereres noch haben und dachte mir, hey, er sieht bestimmt super aus, aber es soll halt nicht nude sein. Es soll schon zu erkennen sein, dass es bräunlich ist. Ja, jetzt habt ihr ihn frisch gesehen, jetzt habt ihr ihn geswatcht gesehen. Es geht noch, aber nach zwei, dreimal richtig auftragen, seht ihr von dem P2-Logo nichts mehr. Also die nutzen sich relativ schnell ab, was ich nicht schlimm finde, weil ich gerne mal einen Lippenstift aufpoppen würde. Ja, aber so eine Farbe habe ich auch noch nicht. So ein richtig schönes, schieres Braun. Bisschen mehr als die Alltagsfarbe, aber irgendwie auch nicht so deckend wie andere Brauntöne. Und das finde ich super herbstlich und super schön. Deswegen freue ich mich, dass ich mir den geholt habe. Hat gekostet nur 1,95. Also, kleiner Tipp für den Herbst. Dann noch zwei Nagellacke von Catrice. Eigentlich wollte ich ja den Captain Sparrow's Boat, weil ich den bei Sabine Silky im Video gesehen habe. Dann ist mir aber aufgefallen, dass er wahrscheinlich mit der letzten Sortimentsumstellung raus ist. So, toll. Jetzt wollte ich aber einen grauen Lack. Ich habe noch keinen grauen Lack. Glaubt's oder glaubt's nicht. Auf jeden Fall ist es dann der geworden, London's Weather Forecast. Natürlich hat dann der Name auch noch mitgeholfen, denn ich liebe London, wie ihr wisst. Ja, und oh, jetzt habe ich vergessen, das Nagelrad rauszuholen. Wartet ganz kurz, ich habe sie euch nämlich auch schon geswatcht. Nein, nein, irgendwo muss es doch sein. Ja, so viele Nagelräder habe ich schon. Der Wahnsinn, oder? Ach, ich habe es gestern erst weggeräumt. So, hier unten, ganz unten, ist Catrice. So, gut. Räumen wir die mal beiseite. Entschuldigt bitte, eigentlich wollte ich das schon bereitgelegt haben. Und den London's Weather Forecast seht ihr hier. Also ein richtig schönes Grau. Wirklich Matschegrau. Huch, so. Keine wunderschöne Farbe, aber irgendwie habe ich da Lust drauf. Ja, und dann habe ich auch gleich noch nebenan gesehen, den Khaki Perry. Ein schimmriger Grün-Grau-Ton, den ich auch sehr herbstlich finde. Und der sieht geswatcht so aus. Gleich daneben ist der. Und na komm. Ja. Und ich finde, der ist im Auftrag dann ein bisschen streifig geworden, aber ich finde ihn doch recht schön, weil wirklich herbstlich. Also den gibt es schon länger. Ich habe den aber bisher noch nicht entdeckt. Und ja, die beiden durften meine Sammlung rein, haben gekostet, wie gewohnt, 2,45. Und dann war ich noch auf der Suche nach einer neuen Augencreme, weil ich mit meiner nicht wirklich zufrieden bin. Also ich habe ja die Augencreme aus der Aqua-Serie und für meine Augen ist das leider zu wenig. Also für meine Nase benutze ich die auch,
Da ist es ausreichend, da ist es gut, aber meine Augenpartie ist doch etwas trockener als der Rest meines Gesichts und da reicht's nicht. Ich habe noch den Augentrost von Alverde gehabt, den habe ich jetzt rausgeschmissen, wie ihr im Aussortiert-Video ja gesehen habt, weil der auch wirklich nicht so viel bringt für mich. Ja, deswegen habe ich jetzt mal diese Urea-Augencreme geholt, weil ich glaube, da das Urea der Hauptwirkstoff ist und die auch relativ ölfrei sein sollte, worauf ich ja in der Zeit achte, und die hat, glaube ich, auch nur 2,95 gekostet. Und von einmal auftragen gestern Abend kann ich schon sagen, dass es sich gestern Abend viel besser angefühlt hat als die anderen Augencremes, einfach vom Pflegeeffekt. Ist natürlich noch überhaupt gar kein Langzeittest, aber ja, das ist jetzt so mein neues Testobjekt und ich werde euch da mal Bescheid sagen, wie es ist. Ich bin natürlich auch gerade noch den Essilac am Vergleichen und den P2 Concealer, obwohl ich da eigentlich jetzt schon das Video drehen könnte, weil ich den absolut, absolut liebe. Aber dazu gibt es nochmal ein extra Video. Das war jetzt mein mini kleiner Haul, wenn auch ein bisschen chaotisch mit den Nagelrädern, tut mir leid. Ja, und worauf seid ihr noch so gespannt aus dem neuen P2 Sortiment? Ich bin jetzt erstmal ziemlich gesättigt, gerade auch da, ja, die matten Lidschatten würden mich noch reizen, da gab es ein, zwei neue, aber das Sortiment ist gerade frisch raus, das ist noch ein halbes Jahr da, mindestens. Das heißt, ich kann erstmal entspannt bleiben, aber ja, das waren meine neuen Errungenschaften. Ich danke euch, dass ihr das Video angeschaut habt, ich wünsche euch einen schönen Tag und macht euch eine gute Zeit und passt auf euch auf. Tschüss!